Die häufigsten Gründe, warum Kunden nie wieder dieses Kosmetikinstitut betreten würden. Die absoluten No-Gos, darüber spreche ich jetzt in einer ganzen Reihe von kleinen Videos. Man hat eine Umfrage unter Kosmetikkunden gemacht, ob die Stammkunden sind oder Institute nur ein einziges Mal betreten haben, und hat dann herausgefunden, dass es Sachen gibt, die mehrfach, zigfach genannt worden sind, warum die Kunden gesagt haben, das habe ich einmal betreten, das Studio, und nie wieder würde ich dahin gehen. Was könnte es sein, dass Kunden sagen, einmal und nie wieder? Weil wenn du das weißt, kannst du das vermeiden. Und deshalb ist das super spannend, dass ich an diese Ergebnisse rangekommen bin und an diese Kundenumfrage, die wirklich echte Menschen hier in Deutschland, ja, in den letzten Monaten wurde diese Umfrage gemacht, und seid gespannt, da sind ein paar harte Knüller dabei, muss ich schon sagen. Hallo, ich bin Susanne Klein, seit über 35 Jahren ausgebildete Kosmetikerin, über 30 Jahre davon schon selbstständig mit einem eigenen Studio in der Hamburger Innenstadt. 2019 habe ich dann mit der Stefanie von Lupin zusammen die von Lupin Kosmetik gegründet, eine medizinische Wirkstoffkosmetik. So, einer der Gründe, warum Kunden gesagt haben, nie wieder gehe ich in dieses Kosmetikstudio, war, weil dort die Kosmetiker oder Kosmetikerinnen nicht gefragt haben nach den Wünschen und Hautproblemen der Kunden. Ja? Es wurde nicht gefragt, nicht explizit, nicht ausführlich genug. Also diese Kunden hatten das Gefühl, man interessiert sich nicht für sie. Ja? Es war einfach so, ja, kommen Sie rein, legen sich auf die Liege. Ja, dann war das so, Haut wird angeguckt, Kosmetikerin oder Kosmetiker gucken von oben, ja, ja, okay, ich weiß, was ich zu tun habe, und fertig. Das geht nicht. Und es reicht auch nicht, die Kundin einmal nur zu fragen, was haben Sie denn für eine Haut? Ja, ich habe trockene Haut, ja, okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Damit holt ihr die Kunden heute nicht mehr ab. Die wollen explizit vorher, bevor die auf der Liege liegen, und das müsst ihr euch auch merken, die Leute hassen es, wenn sie einfach auf die Liege gelegt werden und nicht am Beratungstisch gefragt werden. Weil, was passiert nämlich, wenn du erstmal auf der Liege liegst, ja? Ich mache mal so ein bisschen nach. Du liegst da und fühlst dich ausgeliefert. Jetzt kommt da von oben jemand und erzählt dir da irgendwas. Das finden die furchtbar. Es gehört sich am Beratungstisch, wenn ich das erste Mal in dein Studio komme oder auch das zweite und dritte Mal, ja? Aber auf jeden Fall beim ersten Mal, dass man an den Beratungstisch gesetzt wird und dann wird gefragt. Ich schule unseren Partnern bei von Lupin, dass sie, die haben einen ganzen Zettel mit, was gefragt werden muss. Die ganze Vorgeschichte. Ich kann doch keine professionelle Hautanalyse machen, wenn ich nicht die Vorgeschichte der Haut kenne. Und die Wünsche. Die hat 30 Felder zum Ankreuzen, was sie für Wünsche hat, was sie gerne verbessert hätte an ihrer Haut. Und bevor wir das nicht gemacht haben, fange ich die Behandlung gar nicht erst an. Weil wie will ich denn die richtigen Produkte rausgesucht haben? Ich muss doch der Kundin auch erklären, warum benutze ich jetzt Produkt A und nicht B. Und wenn ich vorher nicht nach ihren Wünschen gefragt habe und Hautproblem, dann kann ich ihr noch nicht die richtigen Produkte auftragen. Und wenn ich in der Behandlung nicht die richtigen Produkte auftrage, ja, dann kann ich ihr auch nicht die richtigen Produkte für zu Hause empfehlen. Und die wird die auch bei mir nicht kaufen dann. Wenn die sich nicht abgeholt fühlt, wird die auch bei mir keine Produkte kaufen. Ja? Also das ist einer der größten Fehler. Ja, und ich weiß, dass viele Kolleginnen das deshalb nicht fragen, weil sie Angst haben, verkäuferisch zu wirken. Ja, deshalb haben sie Angst zu fragen. Dabei kannst du doch keine Behandlung der Welt professionell machen, wenn du nicht die Vorgeschichte der Haut kennst. Das kann ja das Schlimmste sein. Die kann ja auch sein, dass die schon schlimme Erfahrungen gemacht hat, die Kundin. Das musst du doch wissen, damit du nicht denselben Fehler machst. Ja? Das ist so schlimm für manche Kunden, dass die deshalb in dem Institut keine weitere Behandlung buchen und natürlich auch keine Produkte kaufen. Weil sie das so schlimm finden, die liegen auf der Liege ausgeliefert, die Kosmetikerin hat sich nicht für sie interessiert, sie fühlten sich nicht abgeholt, es wird einfach irgendeine Behandlung gemacht über die Wünsche hinweg der Kunden, und das heißt, die kommen nie wieder. Ich kann das verstehen. Ja, und das leider aus entweder schlechter Ausbildung der Kosmetikerinnen oder aus Ängsten, weil sie Angst haben, die Leute das zu fragen. Macht eine Ausbildung, es gibt Schulungen, damit ihr das vernünftig macht. So,
Wer mehr dazu wissen möchte, Grund Nummer 2, 3, 4, warum Kunden nie wieder ein Institut betreten, dann schaut euch die nächsten Videos von mir an, kommt auf meinen Kanal, dort könnt ihr nichts verpassen, abonniert den und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen zu dem No-Go Nummer 2.